Attacke! Ja! Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bringt es auf den Punkt. Die Sopranistin Diana Damrau ist zurzeit die Beste ihres Fachs. Wer Koloratur sagt, denkt Damrau. Die deutsche Sängerin hat sich an die Spitze der internationalen Opern- und Konzertszene gesungen und ist ein gefragter Star, von Wien bis New York. 9 Monate ließ sie sich nun mit der Kamera begleiten, auf und hinter der Bühne, im Studio und auch zu Hause. Eine Diva ohne Allüren. Was ja wirklich spannend ist, die Faszination der Königin der Nacht. Es ist doch die böse Stiefmutter. So war ich auch als Kind. Ich wollte im Fasching keine Prinzessin sein. Nein, nein, ich war die böse Stiefmutter. Ich hatte ein rotes Prinzessinnenkleid, rote Fingernägel, silberne Krone, nix Gold und Puppe und Rosa. Nee, 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 ich war die böse Stiefmutter und ich schaute ganz ernst aus wie eine Prinzessin, aber egal. Ich war ernst und war böse Stiefmutter. Bei der Zauberflöte, da passiert meistens was, weil Königin muss ja doch ihre Auftritte immer auf den Punkt bringen und man hat nur 5 Minuten und wenn da irgendwas schief geht, ist halt schade, ne? Und wenn da noch was Lustiges passiert, ist es gar nicht erwünscht, also jedenfalls nicht von der Sängerin, die diese Arie dann singen muss. Das war in München meine erste Königin dort, mein Debüt, keine Probe gehabt vorher, ein Kostüm angekriegt. Dann kam so eine Badehaube und auf diesen Unterbau kam eine riesige Krone, relativ schwer. Und dann sagte ich, ja, wollt ihr die jetzt nicht feststecken? Nee, das machen wir schon 25 Jahre, das passt schon. Ich habe den schönen großen Dialog mit meiner Pamina gemacht, das war Juliane Banse. Und in dem Moment, als ich dann einen Scheinabgang hatte und sie zu mir sagt, aber kann ich denn den Jüngling als Eingeweihten nicht ebenso zärtlich lieben und bla bla bla. Und die Königin dreht sich herum und sagt, was höre ich? Und ich hörte, dung, dung, dung. Fiel mir also diese Riesenkrone vom Kopf. Ich hörte im Publikum ein und dachte mir in dem Moment, ich will bitte jetzt im Boden verschwinden oder ich will abgehen. Ganz schnell weg, weg von hier. Und Juliane guckt mich an, sie hatte schon Tränen in den Augen. Und ich sah diese Krone und ich machte einfach weiter mit meinem Dialog. Und Adi wurde dann sehr dramatisch. Habe die Pamina ein paar Mal geschüttelt und habe dann gedacht, ich muss da jetzt durch. Ich muss durch. Und dann bin ich zurück in einem Moment und habe mir meine Krone wieder geholt und habe mir meine Macht wieder auf den Kopf gesetzt. Genf, da hat mir mein Großvater viel erzählt davon. Meine Großeltern haben bei uns im Haus gewohnt und ich habe meine Hausarbeiten, immer meine Schulaufgaben immer mit meinem Großvater erarbeitet. Und das hat ihn natürlich sehr geschmeichelt. Wir haben dann
Geschichte und Erdkunde und Mathematik und so weiter studiert. Und dann hat er mich auch mal gefragt, was ich werden möchte und was ich natürlich damals noch nicht wusste. Und dann meinte er, du solltest nach Genf gehen, das ist eine wichtige, eine schöne Stadt. Und er liebte die Schweiz und hat mir also von Genf immer erzählt. Und als es dann die Möglichkeit gab, dass ich hier am Grand Theatre einen Vertrag bekomme, auch eben mit Residenz, dass ich hier wohnen kann, habe ich zugeschlagen. Genf am Grand Theatre kann ich wunderbar schöne neue Rollen ausprobieren. Ich wollte die Donna Anna schon lange singen, was jetzt der Fall ist. Und im nächsten Jahr wird I Puritani dann aufgenommen für mich, wo ich dann mein Rollendebüt als Elvira machen kann. Dann auch das französische Repertoire, was in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum nicht so oft an Opernhäusern gegeben wird, kann ich auch in Genf singen. Aber die Atmosphäre ist wirklich schön familiär. Es ist sehr offen und es ist kameradschaftlich. Es ist eine schöne Arbeit. Man kann sich echt zu Hause fühlen. Pietro, sei nudo. Okay. Vorbereiten auf Don Giovanni, das tut man eigentlich, glaube ich, als Opernfan sein ganzes Leben. Ich habe so viele Don Giovanni-Inszenierungen schon gesehen. Das Leben von jeder einzelnen Figur verändert sich. Don Giovanni bleibt immer der gleiche. Er zieht das durch bis zum Schluss. Ich glaube, dass die Situation der Donna Anna eigentlich die dramatischste im ganzen Don Giovanni ist. Weil sie verliert auf einen Schlag die drei wichtigsten Männer in ihrem Leben. Erstmal der Vater wird ermordet, der ihr versprochene Ehemann. Diese Beziehung ist eigentlich kaum mehr möglich, weil eben die Begegnung mit Don Giovanni, mit diesem mysteriösen Mann für sie war. Es ist eigentlich, wenn man ihre Erzählung hört, dass dieser maskierte Mann dann in ihr Schlafzimmer kam und sie war ganz allein. Ups. Also, wie kam denn der da rein und warum und was war denn da vorher? Also ich denke, da gibt es schon eine Vorgeschichte. Und dann kommt plötzlich diese Erotik, diese Gefahr in ihr Leben. Und vielleicht ging es auch bis zum Letzten mit ihm. Kurz vorm Auftritt versuche ich mir vorzustellen, was vor der Situation passiert ist. Und dann geht's los auf die Bühne. Der Gedanke ist, konzentrier dich, hab deine Sinne beisammen. Spüre und Attacke. Diese Premiere, wir haben gleich zwei Besonderheiten. Erstmal ist die Regisseurin Marti Keller ist eine berühmte Schauspielerin und sie hat leider erst wenige, aber fabelhafte Regien gemacht. Und das andere ist unsere Donna Anna natürlich, Diana Damrau, ist, denke ich, ein besonderer Schatz für Genf. Dieses Haus liegt mir auch sehr am Herzen. Ich habe hier vor vielen, vielen Jahren mal angefangen und es war immer eine der wichtigen Adressen in der internationalen Szene und viele Sänger, auch Diana Daumer natürlich, die wissen das. Und das erleben wir hier am schönsten jetzt mit dieser Don Giovanni-Produktion. Musik.
Bei mir fing ja alles an mit 12, als ich vor dem Fernseher allein zu Hause zufällig in den Traviata-Film von Zeffirelli hineingezappt habe. Direkt ins Vorspiel und dann klebte ich 3 Stunden am Fernseher. War danach in Tränen aufgelöst. Ich habe gesagt, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Diese Verbindung von allen Künsten und diese wunderbare Machart, diese Natürlichkeit, die man quasi im Film erreicht, weg von der Opernbühne, wo man wirklich gern keine Technik mehr sieht. Und dann diese Sängerschauspieler und die menschliche Stimme auf diese Musik noch drauf, was ja für mich mit 12 nie in der Oper gewesen, absolut was ganz Neues war. Also es war wirklich wie wenn plötzlich alle Lichter angehen um mich herum. Und das war wirklich eigentlich der Start, wo ich festgestellt habe, das würde ich gerne machen. Ich würde das gerne können. Nun ja, und dann zum Datum 6.6.2006 stand ich mit Placido Domingo, der diesen Traviata-Film gesungen und gespielt hat. Mit ihm stand ich dann gemeinsam auf der Bühne. Und wir haben gesungen das Trinklied aus La Traviata. Eigentliche Zuhause sind neben den Menschen auch natürlich meine Geburtsstadt, wo immer noch ein Großteil meiner Familie lebt. Günzburg an der Donau, im schwäbischen Barockwinkel an der Donau, wie gesagt, zwischen Stuttgart und München. Kleine Stadt, das ist mir einfach ans Herz gewachsen, das ist meine Heimat. Da habe ich mich als Jugendliche bewegt, war im Sommer am Baggersee. Und da habe ich eine wichtige Zeit meines Lebens verbracht. Mein Musiklehrer in der Schule hatte entdeckt, dass ich Stimme habe und meinte dann bei der berühmten rumänischen Sopranistin Carmen Hanganu, die auch in Günzburg lebt, jetzt seit Neuem. Und das war natürlich für mich eine unglaubliche Neuigkeit, jemand vom Theater, eine richtig echte Opernsängerin, eine Diva kennenzulernen und auch richtig zu lernen zu singen. Plötzlich kam sie in meine Stunde und sagte, Frau Hanganu, ich muss beim Papa, im Büro hat er eine Weihnachtsfeier und ich muss etwas singen und ich komme nicht zurecht, können Sie mir zeigen? Hast du Stimme, Diana, auch? Kannst du auch singen? Sie hat gesagt, ja, zeigen Sie mir, ja, wie das ist, ja. Habe ich gezeigt, das war eine ganz kleine Atemproblem. Süße, und dann, die Glocken, die klingen, war es. Ja, genau, du hast recht. Ja, genau, und dann hat sie, also, bitte, jetzt sing's mir, ich möchte hören. Als ich die Stimme gehört habe, diese Kristallstimme, ja, diese fantastische Reinheit und die Freude, wie sie gesungen und sie automatisch, wie sie verstehen hat, diese Text, das war eine Begeisterung für mich. Diana, du hast eine sehr schöne Stimme. Willst du Gesang anfangen? Ja, Frau Hanganu, aber das hat mir jemand gesagt, da bin ich zu jung. Zu jung? Gut, ich sage nicht jetzt anfangen, in 2 Jahren höchstens. Und so war unsere erste Treffen.
An der Metropolitan Opera in New York debütierte Diana Damrau 2006 als Zerbinetta in Ariadne auf Naxos von Richard Strauss. Seitdem ist sie dort jedes Jahr zu Gast. Lucia di Lammermoor, die ägyptische Helena, eine Zauberflöte, in der sie nicht nur ihre Paraderolle als Königin der Nacht sang, sondern auch als Pamina debütierte. Und jetzt zum zweiten Mal der Barbier von Sevilla. New York ist ihr damit wohl fast zu einer Art zweiter Heimat geworden. Ich würde sagen, New York ist eine von meinen Städten. Nicht meine Stadt. Ich bin ein Landei. Ich bin und bleib eins. Mein Beruf führt mich halt auch in die Großstädte, was toll ist. So habe ich beides. Aber ich brauch die Natur. Und die fehlt mir halt schon hier. Und vor allem die Ruhe, weil ich habe so viel Musik und Klänge, die sich in meinem Kopf bewegen. Und dazu noch so eine Stadt wie New York. Dann natürlich auch das viele Lernen. Was ist. Ich brauch Ruhe. Aber es ist natürlich toll, sich da mal so in diese Energie reinzuwerfen. Ich bin jetzt seit 2005 jedes Jahr an der Met und in diesem Jahr machen wir Barbier von Sevilla. Dadurch, dass es eine Wiederaufnahme ist, sind die technischen Abläufe alles schon klar und auch einige meiner Kollegen haben diese Produktion auch schon gemacht. Deswegen ist die Probenzeit etwas kürzer, sprich 3 Tage. Und wir kriegen keine Bühne, wir kriegen kein Orchester, aber es ist lustig. Es ist wie Arbeit in der Familie. Rosina wird zu Hause festgehalten. Sie ist ein sehr, sehr starker, spritziger Charakter. Der ist langweilig. Die Energie muss irgendwie raus. Und hat mir die tanzt bestimmt Flamenco. Und somit habe ich mir meine ersten Flamenco-Stunden hier ergattert und Sarah Erde kennengelernt. Geht man nach Sevilla, jedes kleine Kind mit 4 oder noch jünger tanzt schon Flamenco oder kann Sevillana tanzen. Und das ist ein Volkstanz und der besteht schon, ich weiß nicht wie viel, 100 Jahre. Und so dachte ich mir, okay, warum nicht? Le tengo celo a la puerta de Toledo, mare. Tengo celo a la puerta de Toledo, mare. Le tengo celo. Le tengo celo porque se sitio con otra el hombre que yo más quiero. Porque se sitio con otra el hombre que yo más quiero. Dale. Die Inszenierung ist für die Met was ganz Spezielles, weil man hat hier noch nie eine Passerella benutzt. Das heißt, die Bühne verlängert sich über den Orchestergraben und geht um den Orchestergraben herum, wie so eine kleine Gangway. Und die wird auch bespielt. Das heißt, das Publikum, als wir das zum ersten Mal gemacht haben, war wirklich vollkommen überrascht und baff. Auch mal die Sänger, weil man hat ja doch hier sehr große Distanzen zu überbrücken, dass man die Sänger mal wirklich hautnah vor sich stehen hat und sieht, wie die singen und was da wirklich aus den Sängern auch rauskommt an Klang. Maledetto.
toi, toi. All the best. Bye bye. Bye. I don't want to ruin their shot with me filming. You look so beautiful. I love the costumes. Yeah, the costumes They're are incredible. The most beautiful costumes. So beautiful. And the wig. Met natürlich. Olymp, das ist eines der größten Opernhäuser unseres Planeten. Als Sänger dort auf den Brettern, die die Welt bedeuten, zu stehen, ist natürlich schon was ganz Besonderes. Ich glaube, damit rechnet man eigentlich als junger Künstler überhaupt gar nicht. Ich war in Mannheim engagiert und habe da gerade meine Zerbinetta
Also das ist eine der Pfeiler meines Fachs. Habe ich da gerade debütiert gehabt. Und ich weiß noch wie heute, ich saß in meinem kleinen Ford Fiesta in Würzburg, war beim Copyshop und die Agentur ruft an und sagt, sitzt du? Ja, ich sitze, aber ich fahre. Halt an. Die Matt hat angerufen, du könntest einspringen als Zerbinetta. Ohne Vorsingen, ohne alles. Dann bin ich ganz still geworden, in mich gegangen und habe gesagt, ich warte noch. Da die Rolle noch frisch und jung war in mir und ich war auch noch jung, habe ich gesagt, ich warte lieber. Ich warte lieber, bis ein offizielles Engagement kommt. Und das kam kurz danach, als Zerbinetta. Und das war dann der Hammer. Von Würzburg war ich sofort fasziniert. Ich war zum ersten Mal in einer Stadt, die ich nicht kannte, die meine Eltern nicht kannten. Und ich durfte die auch sofort allein erobern. Würzburg hat sich zudem dann als wirklicher Zufallsglückstreffer herausgestellt. Diana machte also ihre Aufnahmeprüfung in Würzburg und sang. Und wir wurden alle ganz still. Und wie sie fertig war und wir uns besprachen, da wussten wir alle miteinander, dass wir was ganz Besonderes dort geschenkt bekommen haben, um ausbilden zu dürfen. Das muss man bei ihr wirklich sagen. Man durfte ihr Lehrer sein. Und die Jury hatte nach einigen Hin und Her, man musste mir dann auch einen Stuhl hinstellen und sagen, so, setzen Sie sich mal. Sie sind jetzt 19, Sie sind auf dem richtigen Weg, wir hören das und wir wissen jetzt nicht, was wir mit Ihnen machen sollen. Sie sollten eigentlich bei Ihrer Lehrerin bleiben, weil ein Lehrerwechsel so früh nicht gut ist. Und ja, dann meinte ich aber, ich muss studieren, ich muss mein Diplom machen und ohne Diplom und Studienplatz lässt mich Frau Hangano nicht mehr nach Hause kommen. Und dafür kriege ich keinen Unterricht mehr. Und dann haben wir einen ganz unüblichen Entschluss getroffen. Wir fanden, dass Diana bei ihrer Lehrerin Frau Hangano so toll gelernt hat, dass wir alle gesagt haben, sollen wir diese junge Begabung jetzt in dieser Entwicklung stören, indem wir sie zu einem anderen Lehrer bringen? Ja, und als ich dann bei Frau Hangano aufkreuzte, nach dem Vorsingen mit meinen Eltern, großen Blumenstrauß, sagte ich, wir gehen beide nach Würzburg. Ich habe einen Studienplatz und Sie einen Job. Ja, ja. Das war wunderbar für mich. Einfach. Man bleibt stumm in dem Moment. Ich wusste nicht, was ich sage. Diana, bravo. Ich war so glücklich, dass sie schon aufgenommen wurde in diese Arbeit, dass ich dort eine Stelle bekomme. Also als Lehrbeauftragte, das hatte ich nicht gedacht. Das Schönste und Wichtigste aber für mich ist das Elternhaus. Obwohl, meine Eltern sind keine Musiker. Bei uns lief Rock und Pop und alles Mögliche, aber eigentlich keine klassische Musik zu Hause, kaum. Meine Eltern kamen immer zu meinen Konzerten von der Hochschule und zu den ersten Auftritten am Theater natürlich. Und sind quasi mit mir, wie ich in diesen Beruf hineingewachsen bin, eigentlich auch mit mir mitgewachsen. Das war jetzt der erste Auftritt in Günzburg, der erste überhaupt Soloabend. 1992. Mai, Ende Mai. Ja.
unterstütze. Ja, ja, man hat schon Kontakt zum Publikum, auf jeden Fall. Und gerade so ein Stück reißt natürlich auch mit, ne? Stimmt's? Ist weggehüpft, aber Drehung und alle. Ja, jawohl. Ratlosigkeit, nochmal verbeugen. Ja, Günzburg hat schon verfolgt, was aus der kleinen Diana dann so geworden ist. Frau Hangani, okay. Jetzt kommt's. Ja, schimpfen. Sicher, das war auch. Das gehörte dazu, manchmal geschimpft, ja sicher. Aber nicht, dass sie nicht brav war oder dass sie faul war oder so etwas. Das war überhaupt Schimpfen nicht in diese Richtung. Also, Oh ja, da weiß ich noch was, ja. Ja? Sagst du bitte sehr. Was war? Ich erinnere mich nicht mehr. Ich hatte Liebeskummer. Ah. Ganz schlimm, das ja. War ganz schlimm. Und ich dann war ich so böse, da war ich so böse und da war ich so, Diana, warum weinst du? Das muss die ganze Schule, die Hochschule wissen, dass du jetzt leidest, also diese Liebeskummer hast. Ja. Nein, ich konnte einfach nur nicht singen an dem Tag. Ja, ja, sie konnte nicht singen und sie war rote Augen im Gesicht von Tränen und da habe ich gesagt, Diana, das müssen die Leute, ich bin ein anderer Typ. Aber ich vergesse ihre Worte nicht. Diana, wir sind wie beim Militär. Wenn wir sind auf der Bühne, wir müssen singen. Ja. Und dann haben sie mir erzählt, ich muss alle privaten Sachen raus. Raus. Dass sie nicht nur auf der Opernbühne zu Hause ist, sondern auch als Liedsängerin begeistert, zeigt Diana Damrau im Zusammenspiel mit dem Harfenisten Xavier de Maistre und lebt dabei auch ihr Faible für das Französische aus. Schon immer, eigentlich muss ich sagen, es ist meine Traumstadt. Klar, man hört L'amour und die Seine und die schönen Chansons. Und das, ich habe mich verliebt in die französische Sprache, aber eben auch in die Stadt, in die Bauwerke. Paris ist einfach ein unglaublicher Ort der Geschichte. Die Revolution hat mich fasziniert. Alles, Danton, alles. Ja, und als Sängerin kam für mich eigentlich Paris, das war für mich immer ein Zielpunkt. Ich hatte die Idee, man hatte immer so seine Zukunftspläne und Wünsche und wie man es sich denn vorstellen würde. Ich dachte, ich fange in Würzburg an, das war auch schon alles klar. Nach 2 Jahren gehe ich nach Frankfurt und nach weiteren 2 Jahren gehe ich nach Paris. Ich habe Würzburg gemacht, dann war ich 2 Jahre in Mannheim. Dann war ich 2 Jahre in Frankfurt und dann ging ich nach Wien als Freiberuflerin. Und erst vor ein paar Jahren mit dem Vertrag mit EMI Virgin kam für mich Paris wieder ins Spiel. Ich bin für Konzerte und eben für die Aufnahmen von meinen beiden ersten Schallplatten und beiden ersten CDs hier nach Paris gekommen. Thank you.
Das letzte Mal war Rosenkavalier. Rosenkavalier mit den Münchner Philharmonikern, Thielemann, René Fleming, Sophie Koch. Ist ein toller Saal, ein wunderbares Publikum. Es wäre auch schön, hier im Theater des Champs-Élysées mal eine Produktion zu singen, weil es wirklich so intim ist. Es kommt auch immer auf das Stück an, was man dann macht. Die Bastille fällt leider auch flach, weil ich dann nicht mehr so flach bin. Da hätte ich Ariadne auf Naxos singen sollen, die Zerbinetta. Aber das geht nun wegen des Babys auch nicht. Aber wie gesagt, es sind weitere Projekte geplant und das machen wir dann gemeinsam. Tu n'étais pas là la semaine dernière, tu pouvais pas être à Paris, oui. Donc je te remets aujourd'hui. Oui, oh, ça c'est même aussi. Et bravo. Et nous en faudra très vite. In der Zentrale ihrer Plattenfirma überreicht er der Labelchef die renommierte Auszeichnung Orphée d'Or, ehe die beiden den Titel für die neue CD diskutieren und passende Fotos für das Cover aussuchen. J'ai pensé du titre Poésie. Et Poésie, ça marche en allemand? Ah oui. Poésie. Poésie, ça existe, c'est super. C'est un titre. Mais moi j'aime bien. Et Lieder der Frau, t'aimes pas? Yeah, mais parce que comme il y a Lied der Frau, un des leaders, ça s'appelle Lied der Frau. Yeah. Lieder der Frau, c'est. Oui, mais Lieder der Frau, donc on peut penser que ce sont mes chansons. Et c'est un peu trop de féminisme, je pense.
bien sûr. Là, rien n'est retouché, si tu veux. Yeah, yeah. C'est vraiment low res. Don't show this. Da kam dann My Fair Lady drauf. Und das war gleich Schauspiel mit Musik. Und eine ganz andere Herausforderung. Mit einem gestandenen Schauspieler, mit dem Superstar von Würzburg, Ingo Klünder, als Professor Higgins. Das war ein ganz großer Schritt. Man hat ja nur den Dialog vor sich, aber der Dialog steht auf Hochdeutsch und ich muss Berlinern. Und ich konnte nicht Berlinern. Zudem, Ingo Klünder ist Berliner. Damit habe ich mich noch mehr hineingestresst. Natürlich hört sich das jetzt alles ganz wunderbar an. Ein glatter Weg und immer kontinuierlich nach oben. Aber dieser Weg war ziemlich steinig auch und hatte auch einige Abgründe, die ich überbrücken musste oder wirklich durch musste. Und in meiner Würzburger Zeit während des Studiums hatte ich zum Beispiel so einen Moment. Ich hatte eine Operation am Unterbauch. Also nichts, was mit Stimme oder irgendwie zu tun hat, die unter Vollnarkose stattfinden musste. Und man hat intubiert und dabei mir das rechte Stimmband verletzt. Und es hat fast 1,5 Jahre gedauert, bis ich wieder singen konnte. Und da bin ich wirklich einige Male durch die Hölle gegangen. Da meinte dann Hanna Ludwig, die ich in der Zwischenzeit durch Meisterkurse kennengelernt habe, also meine zweite Lehrerin nach dem Examen, du schaffst das. Und Frau Ludwig meinte nur, werde keine akademische Zicke, du musst raus und du musst singen und du musst auf die Bühne und du kannst das und du schaffst das. Und wirklich mit diesem Zuspruch ging es dann auch los. Okay, auf geht's. Rein ins Sektion. Ja, genau. Gleich nochmal und nochmal. Ah, viel besser. Ja? Ja, viel besser. That's good. You look like Fuzzy Bear now. Ja, yeah, I give a shot of my eyes. Ich schaue wie Fuzzy Bears. Diana ist kein Darstellerin und keine Sängerin. Sie ist eine Force of Nature, man muss sagen. Sie ist mehr wie eine Sängerin oder eine Künstlerin. Ne? Das ist eine riesig große Freude. I mean, sie singt nicht nur wie ein Engel, aber sie hat so eine fantastische Komikerqualität. Es ist so seltsam, dass man hat so eine Darstellerin auf der Bühne. Das hat eine am schönsten Stimme der ganzen Welt in dem Moment und ist hat so eine große Herz. Meine Divina, was bringt dich so? Herr, gnädigster Herr, um euretwillen, drängt jetzt nicht. Ich brauche noch ein wenig Ruhe. Ein Wort noch, wenn er spricht, und ich fange an. Deines Mädchens Scham wirkt meine Divina. Ruhe!
I must say there are not very many singers who are simply capable of singing Aminta, because technically it's so virtuoso, like Serenata, of course. Technically it's so demanding that unless you have that technique as such a solid part of your repertoire that you don't have to think about it anymore, it would be difficult to imagine how you could be free enough then to fit into this, to the large ensemble of other instruments, of other singers, and at the same time be able to develop a character throughout the many hours that this opera takes place. It takes such artistry and such skill. So, as we see working together, Ms. Damrau is one of the very few people that I think can bring a credible life to this character of Aminta. Die Haare sind irgendwie so. Ja, ja. Nehmen wir die zwei, ist doch super. So, du bist da in den am. Ja, das ist super. Ja, jetzt stehe ich wirklich vor meinen letzten szenischen Auftritten. Und ich will dem Kleinen auch nicht mehr Loopings zumuten. Ich gebe dann Ruhe. Ja, ich werde erstmal Mama jetzt. Das muss man auch genießen. Wie geht's dann weiter? Flexibilität, sag ich. Balance und Flexibilität. Mein Mann kommt ja aus dem gleichen Holz. Und ja, ich denke, man muss einfach jetzt offen bleiben und schauen, dass wir in Zukunft in Städten engagiert werden, die geografisch nicht so weit voneinander entfernt sind. Dass natürlich die Familie zusammen sein kann, weil das ist das Allerwichtigste. Ich kann nicht jetzt plötzlich stoppen. Ich habe Verträge bis 2015 und die müssen erfüllt werden. Ich will, dass mein Kind wirklich eine schöne Kindheit hat und wir Mama und Papa sein können. Und das kriegen wir auch hin. I help you. We help you. Ja, Wahnsinn.